Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Schavenklingen, hier ist wieder euer Jens von der Messerschmiede Kubisch und von der IFA 2024. Ich stehe natürlich wieder neben meinem Lieblingsaußendienstler, den Herrn Demer von der Firma KH. Hat er gut gesagt, ja. Nein, wir kennen uns ja, wie lange kennen wir uns? Also den Chef kenne ich schon über 30 Jahre. Ja, kommt hin, 30 Jahre. Also ja. Fast länger als meine Frau. Ja. Und es hält genauso gut. Die Firma KH rüstet auf, habe ich festgestellt. Ja. Ja, wir haben jetzt einiges an neuen Lieferanten, beziehungsweise neuen Modellen von verschiedenen Lieferanten bekommen. Fangen wir doch mal gleich an. Ja, ich schwenke euch mal runter. Wir haben hier wunderschöne traditionelle Messer von einer der Firma MM Knives. Ist ein Portugiese, das ist sehr international, sehr, ja, sehr schön gemacht. Also es ist ein klassisches Zweihandmesser mit einem Linerlock hinten drin. Der Linerlock läuft auch andersrum, also so wie bei den, wie man das kennt, bei den Schweizer feststehenden Messern. Er bietet die Messer einfach in verschiedenen Varianten an. Er sagt dann Italian Style, German Style, American Style. Also im Prinzip geht es in der erster Linie um die Qualität, ist die gleiche. Es geht in erster Linie ums Design. Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen: Tradition gepaart mit neuesten Technologien und grenzenlosem Enthusiasmus. Dafür steht die Messerschmiede Kubisch aus Fulda. Der Familienbetrieb überzeugt nicht nur mit hochwertiger Handwerkskunst, sondern auch mit erstklassiger Beratung. Zahlreiche Kunden aus verschiedensten Berufsgruppen wie beispielsweise Metzger, Köche und Jäger vertrauen der fachlichen Expertise der Profis. Von handgeschmiedeten Messern über Scheren bis hin zu Küchenutensilien findet man hier alles, was das Herz begehrt. Zudem haben sich Inhaber Jens Kubisch und seine Frau auf das Aufarbeiten von Messern, das Schleifen von Koch- und Besteckmessern sowie die Beratung zu Waffennutzungsbestimmungen spezialisiert. Der Meisterbetrieb ist darüber hinaus offiziell anerkannter Schärfdienst namhafter Messer- und Scherenhersteller. Messerschmiede Kubisch, Ihr Fachgeschäft für Schneidwaren aller Art. Hier zum Beispiel, das ist jetzt ein Italian Line. Also du müsstest es da oben hinhalten. Ah, so, jetzt oder da unten lassen, eins von beiden. Okay, dann machen wir das so. Ja. Also das ist jetzt ein Italian Line. Schlank, elegant, gibt es natürlich in mehreren Varianten. Ich habe jetzt einfach mal das Schwarze genommen, weil es irgendwie... Sieht man gut hinter unseren dunklen Sachen. Ich halte mal meine Hände dahinter. So, aber so. Ihr seht es ja gleich, wenn wir wieder runterschwenken, da sieht man es besser. So, das ist vielleicht eine Italian Line. Aber das ist ja die Firma, heißt ja MM, beziehungsweise Main Knives. Richtig. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das ein Ableger von der Firma MAM, also MAM aus Portugal, die aber dann ja das irgendwie das ein bisschen anders produzieren. Die sind aber, glaube ich, auch auf der Messe. Und ich versuche dann da noch mal was rauszufinden. Ja, und wie gesagt, die Messer sind mein erster Eindruck. Wir haben sie auch erst seit 2 Tagen. Verarbeitung ist sehr hochwertig. Geschraubt sind sie, nicht genietet, ganz wichtig. Der Schliff ist wirklich vom Allerbesten. Und der Herr Demer hat sich auch schon 2-mal geschnitten. Ja, deswegen kann er das beurteilen. Gleich am Anfang. Und Stähle sind 440er C. Und Preise werden liegen zwischen 20 und etwa 50 Euro. Also absolut akzeptabler Bereich. Alle Messer sind 42A konform, also keinerlei Probleme. Es sind halt klassische Klappmesser, aber eben auch teilweise in einer modernen Form. Sehr leicht, 50 Gramm im Schnitt. Also wirklich wunderschönes kleines Taschenmesser.
Ja, was da auch noch zu sagen ist, also die meisten belaufen sich in einem ähnlichen Bereich wie die bisschen besseren Opinel-Messer. Die Ausreißer mit 50, das sind dann schon ja, mehr oder weniger ja, so ein paar kleine Sondermodelle. Kommt jetzt durch bei diesem hier, muss wieder gucken, ja. Kommt durch diese DLC-Beschichtung, macht das Messer halt einfach nochmal um die Hälfte teurer, ja, als ein vergleichbares praktisch mit einer normalen Beschalung. Ja. Weil jetzt in dem Fall mal Bobinga, gibt es aber dann auch noch Walnuss, Olive, Ebenholz. Dann hat er ja auch dieses Pressholz, nennt er Presswood. Das sieht ein bisschen aus wie Ebenholz. Also es gibt einiges an verschiedenen Modellen, Formen und Klingenvarianten. Ja. Und Preise, wie gesagt, wirklich günstig zwischen 20 und maximal 50 Euro. Ja. Ich glaube, ein Modell kommt sogar noch unter 20 Euro. Kann das sein? So 18, 19 Euro? Ja, das ist im Prinzip... Ha, das hat er versteckelt. Das holt er jetzt schnell. Dieses Modell, ja, liegt aber einfach daran, das ist Walnuss. Und bei ihm ist Walnuss der Einstieg. Okay, das anderen, ist ja auch. Anderen kostet Aufpreis, bei ihm ist Walnuss der Einstieg. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das hat jetzt die Firma KH exklusiv in Deutschland? Wir sind jetzt am gucken, ob wir das bekommen können. Wir sind dran. Wir werden auf jeden Fall, was wir hier auf der Messe, was die Kunden haben möchten, werden wir bestellen. Also die Ware haben wir auf jeden Fall, das ist nicht das Problem. Nur die Frage ist, ob es exklusiv bleibt. Ob wir es exklusiv kriegen werden. Also wenn, wollen wir das schon so machen, dass wir es exklusiv kriegen und werden die dann auch am Lager haben. Ja. Täschchen gibt es, glaube ich, auch dazu, so einen schönen Hosentaschen. Das bietet er an als Sonderteil. Ist aber nichts anderes als ein einfaches... Ja, Wildledertäschchen für 5, 6 Euro. Ja. Ist aber ja vom, fühlt sich gut an, schön genäht. Vom Preis her finde ich das okay. Passt halt auch zu so einem Messer. Ja. Wobei da würde jedes andere Vergleichbare natürlich auch passen. Ja, also da passen auch. Halt an, macht dann hier so ein kleines Logo drauf. Ja, ist ganz nett gemacht. Ja. Ist auch vom Leder, fühlt sich schön an. Ist sehr angenehm, ja. Auch innen, also man braucht keine Angst haben. Ja. Dass man sich dann was verkratzt. Nee, ist schön. Schlüssig gemacht. Okay. Machen wir jetzt noch Verabschiedung. Ja, sicher. Na gut, sicher, dann werden wir uns in Sicherheit noch mal ein paar Minuten sehen. Dann werden wir nur noch ein zweites Video drehen. Dann über eine tschechische Firma, die ganz exklusive Springmesser baut. Was heutzutage ja auch nicht mehr ganz normal ist. Ihr seht, der Herr Demers ist eine richtige Rampensau. Der mag das immer ganz toll, wenn ich ihn beihole. Jedes Mal das Neue begeistert. Okay. Nein, aber mir zuliebe tut es. Also er überwindet sich. Aber man wächst ja an den Herausforderungen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Euer Jens von der Messerschmiede Kubesch. Und Abo nicht vergessen. Bis auf der IWA 2024. Ciao.